Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Spiel 7 Days to D. Wir werden mal schauen, dass wir noch ein bisschen was bauen. Wir bauen aktuell Eisenteile, dann haben wir noch hier dieses Teil noch fertig. Kurz reparieren. Davon haben wir noch ein Teil im Lager. Die werden wir aufstellen draußen, sobald es 4 Uhr durch ist. Ja, trinken sie auch was. Da haben wir noch eins. Einer steckt im Keller, den werden wir aufnehmen. Und noch einen. Ja. So sieht ganz gut aus. Ja, noch ein paar Eisendinger. Hier schmelzen aktuell welche, ja. Ein paar. Hier werden wir noch ein paar herstellen. Die sind ein bisschen besser wie unsere Holzdinger. Aber kostet ein bisschen mehr. Aber macht ja nichts, ist ja so geplant. So, jetzt haben wir noch einen Schrott. Grunde. Nichts mehr. Dann fehlt ein bisschen. Ach doch, wir haben noch Schrott. Wir werden noch ein bisschen was herstellen. Und zwar hier direkt im Lager. Und zwar. Ja, da können wir herstellen und dann. So, dann trinken wir ganz kurz was. Ein Bedarf an Wasser. So, Munition haben wir genug. Das ist jetzt am Lager. Die Dinger werden wir aufstellen. 2:30 Uhr, bisschen früh. Erstmal noch Wasser. Stärken wir so ein bisschen. Dosenfleisch. Hast du noch Fleisch im Lager? Ne, ich habe schon alles gegessen. Oh, das Kartoffeln, na, Brot nicht. Ei, wenn wir kochen, wäre ideal. Hundefutter. Hühnchenration. Dosen zurück. Also. Davon schreckt er auch nicht zurück, zur Not. Dann haben wir noch ein bisschen was zu essen. Wir haben noch Thunfisch, eine Dose Birnen, ja. Durchfall hatte ich öfter schon mal. Tja, ansonsten. Dann bauen wir kurz noch was ab. Wir bauen noch ganz gut ab an Ressourcen. Liegt ja mehr oder weniger auf dem Weg. Über unseren Keller. Bis es kurz vor 4 ist, dann können wir da rausgehen. Ich habe überlegt, ob wir einen Tunnel graben bis zur Bleimine, aber das ist ganz schön weit. Na, mit Bohrer könnte es vielleicht funktionieren. Also, dann müssen wir mal irgendwann eher auf Benzin-Tool gehen. Ein paar Autos aufeinander schlachten. Nur Steine, na, davon nicht zerlegen. Hier sind auch nur Steine. Ich glaube, hier ist die Mine zu Ende. Ja, Mine. Wir müssen Benzin haben, dann können wir hier auch schneller abbauen, ne? Dann sollte es hier kein Problem sein. Hier noch ein bisschen was zu. Das ist Sand. Sand. Ja, das ist noch ein bisschen Erz.
Weil Kohle ist auch noch Erz, also denkt man, der ganze Bereich ist Erz sicherlich. Da können wir noch sehr viel abbauen. Ein bisschen Bleimine ist ein bisschen weit, und sonst würde ich sagen, wenn wir Benzin haben, dann können wir den Erdbohrer nehmen, ne? Dann wühlen wir uns durch, ne? Brauchen wir viel Blei. Ansonsten gehen wir mit Eisen Tiefe. 3:05 Uhr. Dann gehen wir rechtzeitig raus. Draußen noch ein bisschen Umrandung machen. Und meines Wissens müsste heute Blutmond sein. Groß und Ganzen sind wir schon gut gerüstet, denke ich mal. Die Mauer ist verstärkt auf die Höhe. Vielleicht mal noch Beton, möglich. Aber da wollte ich alles mehr später austauschen und Stahlbeton machen, ne? Also ringsherum Stahlbeton. Und wahrscheinlich auch die Anlage etwas umgestalten. Und zwar in Art so ein Trapezmäßig, so wie ein Stern, wie ein Sechseck, so ungefähr. Dass man im Prinzip mehrere Seiten von Balkons aus einsehen kann, ne? Mal sehen, das müssen wir zum nächsten Mal gestalten. Umgestalten, sagen wir so. Wenn sie von hinten kommen, da haben wir noch fast keine Möglichkeit, ne? Was zu machen. Weil da haben wir aktuell nichts. Haben wir noch ein bisschen Ressourcen im Lager? Steine haben wir, Lehm haben wir keinen. Dann könnte man noch ein bisschen da Decke machen, und dann können wir von Decke aus angreifen, ne? Also, schau mal, jetzt haben wir 23. Oh. Brauchen wir Licht. So, jetzt gehen wir hoch und werden uns den Rest Fallen holen, das weiß ich, und dann geht das los. Gehen wir raus, aufbauen. Schauen wir mal, im Lager ein bisschen Lehm haben, dann können wir ein bisschen was herstellen. Pflastersteine für Decke machen. So, hier, da haben wir noch Pflastersteine. Lehm. Steine haben wir genug. Hochsandlampe drinne, Beton machen wir kein mehr. Vielleicht machen wir noch ein bisschen Beton an der Problemzone. So, 6000 ist mehr, kriegen wir eh nicht gestapelt. Lederbretter, ein paar mitnehmen. Vielleicht können wir ein bisschen reparieren. Was uns fehlt, sind Geschosshülsen. Das ist, was uns fehlt. Weil die können wir nicht herstellen, weil uns die Ressourcen fehlen. Auch noch sehr lange. So, dann müssen wir jetzt mal schauen. Gebäude. Blackstone. Fertig. Dann Pflastersteine. Fertig. Dann Stacheldrahtzaun. Können wir auch noch ein paar bauen, ne? 100. Verdammt lange. Die Dinger sind nicht so wichtig. So, dann das maximal und das machen wir Steißen plus.
Können wir die Decke machen und fix? Und zwar die zweite Decke. Die erste haben wir schon fertig. Müssten wir eigentlich hier einen Durchgang machen. Ich glaube, draußen ist Lärm. Ach, hier geht's hoch. Scheiß dunkel heute. So, jetzt sind die ein bisschen ruhiger, die Burschen. Ich bin zu klein. So. Machen wir uns ein bisschen. Holzteile haben wir keine dabei, macht nichts. Drei. So, alles kaputt machen hier. Mal stehen. Die müssen mich nachts gehört haben beim Buddeln. So, das ist ein XP, ist mir gut. Gut, dann können wir gleich mal hier bauen. Ich bin noch nicht krank. Krankenschwester, noch nicht heute. Ja, gut. Nur ein toter Zombie ist ein guter Zombie, ne? Wie ist das schön? Naja. Wir machen hier mal eine Decke. Doch gar nicht unten. Und so viel Grades XP heute, das ist ganz gut. Dann können wir uns hier einen Durchgang machen, weil ich möchte ganz gerne in der Ecke auch noch hinlaufen können und mich da entsprechend notfalls zu beschäftigen, dass sie mir nicht unten durchbrechen und ich nichts machen kann, weil dann stehe ich genau gegenüber und das ist ungünstig. Nur auf der Mauer stehen ist auch blöd. Kommt ein Geier, bist schon mal am Arsch. Hört ihr auch was? Schlägt ein bisschen aus, ja. Meine Staune hat die Steine so halten, ne? Das sind ja auch nur Pflastersteine, in Anführungszeichen. Aber gut, halten halt. So, da unten ist die Treppe gewesen, natürlich blöd. Habe ich zugemacht. Und wo, wenn da die Treppe hinten ist, dann kommen wir auch hierher, ne? Na gut.
Alle. So, kurz mal Zugang schauen. Und zwar mit der Axt, die wir jetzt nicht dabei haben. Brauche ich einen Zugang. Mit der Pick ist nicht gerade ideal, aber ist zum Glück nur Holz, ne? Also kein Eisen. Wenn Eisen wäre, wäre das für eine Picke ideal, aber trotzdem wird länger dauern. So, schauen wir gerade die Werte an. Die Werte, sagen wir so, passen. So, ein Schlag noch, dann sind wir durch. Hier kann man schon schön die Jungs und Mädels entsprechend bekämpfen. Vor allen Dingen sind die sicher bei Geier, ne? Hier kann man gucken. Oh, hier kann man auch einen sehen. Da auch. Und hier auch. Und dann kann man hier auch die Richtung sehen, aber wir können halt nicht von vorne sehen. So, jetzt holen wir uns noch schnell die nächsten Steine. Ups. Ich bin kein Freund von einer Anlage weiter weg, wo man sagt, okay, wir machen jetzt eine andere Basis und bauen dann woanders auf. Nein, ich bin der Meinung, man soll die vor Ort seine Basis haben und dann entsprechend hier auch alles verteidigen. Klar ist das Risiko groß, dass zum Beispiel alles zerstört wird. Aber das bauen wir wieder auf, ne? Ja, wir haben vielleicht vor Ort unsere Ressourcen, wir müssen da nicht hin und her düsen, um Material zu holen. Wir haben alles da, wir müssen nur noch bauen. Und ich habe den Vorteil, dass ich Erz und Kohle im Keller habe, ne? Im wahrsten Sinne des Wortes, ich kann da sofort rein und was rausschlagen. Und so die Erzmine ist da hinten, wo der Baum ungefähr ist. Da ist die Bleimine. Und von da, wo mein Kreuz ungefähr ist, ist die meine Erzmine. Und wenn ich einen Erdbohrer richtig Benzin habe, dann komme ich auch dahin. Mal so gedanklich. Wir müssen da nicht raus und uns auf Besuch konzentrieren, ne? Wenn so 12 Stück kommen, ist das schon ganz gut, wenn man in einer höheren Position ist, ne? Gut, dann machen wir den Rest von da drüben. Hier noch einstürzt. Das ist das nächste Problem. Also einstürzen ist nicht gerade ideal, dann ist nämlich alles futsch. Meine Staunen sind so, dass es gut hält. Musik hören, ja. Die leichte Hintergrundmusik vom Spiel her, ne? Dann mache ich jetzt keine andere Musik extra, das wird nicht passen. Das sieht gut aus. Dann können wir schon mal ganz gut hier oben lang laufen. Drinnen macht das ja nichts, wenn wir runterfallen.
Gut, gerade da an dem Bereich nicht, aber ansonsten, ey, der war nicht so schön. Tag 30 müsste eigentlich wieder neue Loot kommen, dass wir wieder was finden, wo wir schon mal waren. Dann müssten hier in der Straße wieder Autos geben. Schätze ich mal, weiß ich nicht genau. Neue Müllbeutel, neue Vogelnester und sowas. Hoffe ja, dass ich bald eine Farm anbauen kann, also pflanzen kann. Schon wieder alle. Was haben wir ein Lager hier auf unser? Wir haben nur den stellen wir auf. So. Genau, nachladen. Das ist gut, ne? In dem Bereich abgesichert. Erstmal. Wir müssen nachladen. Die geht dann noch mal gleich. So. Junge, na schau mal, ob das gut klingt, ne? Jetzt gehen wir dessen unten bei und bauen hier Stacheldraht auf und die anderen Teile. Der Rest der Decke machen wir dann fertig, wenn der Material fertig ist. Und schon zu weit. So, die Teile noch und die Teile. Dann werden wir ein paar Dinge umbauen, ne? Beim Keller können wir immer flüchten zur Not, aber es ist kein idealer Ort, ne? Denn wo sollen wir hin, ne? Wir können ja nur ein Nachbarhaus. Falls sie hier reinkommen sollten, ich glaube, der ist ungünstig gebaut. Den nehmen wir mal auf. Und den kann man auch gut schießen bei Hand, ne? Die haben keinen gelben Sack hier gelassen. So. Müssen mal gucken, wo wir den hier hinstellen. Und letztes Mal sind sie von da gekommen. Und da befürchte ich eigentlich, dass sie mir das kaputt machen. Da wäre ideal. Kommen wir am besten hin. Ich will die Axt vergessen, ne? Oder.
dem Bereich, ich weiß noch nicht genau. Ja, schauen wir nachher. Mal hier hoch. Kann man nicht entscheiden. So. Unsere Spezial. Naja, Spezial, das sind halt aus Eisen, ne? Bisschen widerstandsfähiger wie die. Oh, Vorsicht. Machen wir hier vor, dass wir nicht reinkommen. Dann ist da auch schon mal abgesichert. Und hier machen wir eine Reihe vor. Gut. Natürlich hoffe ich, dass sie nicht. Na gut, da ist ja die Mauer davor, noch die Treppe. Die haben schon einen kaputt gemacht. Nicht drehen. Ich muss eine Mauer schützen, das ist ganz wichtig, dass sie hier nicht rankommen. Wir bauen da noch ein paar. Müssen wir sehen, dass wir das nächste Mal, obwohl es echt schwierig ist, mit Nahrungsvorräten zu machen. Ne? Deswegen ist ja unser eigener Garten im Grunde wichtig. Denn nur mit einem eigenen Garten, ein bisschen Landwirtschaft, können wir uns entsprechend wappnen. So, da hängt einfach Luft, das macht nichts. Natürlich weiß ich nicht, wo sie angreifen werden. Das weiß ja keiner. Neulich kamen sie hier mit Soldaten an. Jetzt haben wir ein bisschen Stacheldraht sitzen. Wir haben noch ein paar. Alles egal. Jetzt Stacheldraht. Und zwar werden wir hier ein bisschen einfach so quer davor. Wir werden den anderen Dings auch einen Balkon legen. Das war ich mit den Geräuschen. Extrem hier in dem Gelände hier. Das ist, wie soll ich sagen, wie gefährlich. Ups, war ich dasselbe? Ach, es kann sein, weil Gelände so ungünstig ist. Dass die Gründe runtergefallen sind. Kann keiner wissen.
Aber so denke ich mal, sind wir gut gerüstet. Das ist das Feuer oben, ne? Da zieht die ja an wie die Fliegen, ne? Wie fauliges Fleisch, die Fliegen, so zieht das Feuer die Zombies an. Aber wir müssen ja was einschmelzen. Noch 40. Hier sind gut gespiked, hier kann man gut sicher. Denke ich mal. Hier ist der Balkon, hier können wir gut runterschießen. Den Bereich vielleicht nicht. Da machen wir ein paar Dinger hin. Denn wenn die unter die Mauer sind und der Balkon, dann sehe ich sie nicht. Das ist ungünstig. Muss man eigentlich noch ein paar Dinge rausklopfen und Gitter reinbringen, und zwar Eisengitter. Dann kann man runterschießen. Neulich Nacht mal so viel Eisen gefördert habe und auch schon eingeschmolzen habe. Dadurch sind wir ganz gut gerüstet mit den entsprechenden Gram. Weiß ich nicht genau, ob das Sinn macht. Also habe ja nichts davon, wenn sich unten durchbuddeln. Ne? Einziges wäre im Keller noch oder zumindest eine Wand ziehen davor, wenn wir einen Gram an der Mauer machen würden. Ne? So, hier kamen die noch nicht angelaufen. Hier in der Ecke. Gut, dann mal ein paar holen. Dann können wir gleich ein paar Dinger hier erstellen. Da stellen wir gleich die Falle auf oben. Die Schussanlage. Die machen wir lieber zu. Dass sie uns nicht hier reinlaufen und noch groß zerstören, was wir nicht mitkriegen. Mein gut. Die Tür der rennen sie auch durch, ne? Also nach einer Weile. Hier müsste ich. Wenn sie, falls sie hier durchbrechen, wäre gar nicht schlecht, wenn so ein Teil hier unten wäre, ne? So. Gönnen wir mal ein bisschen Lamm, ne? Spiritus nicht, Bier auch nicht, Honig. Sollte wieder reichen. Siehst du, 150 Stück. Haben wir Spikes fertig. Das dauert noch so lange. Brauchen eine zweite Werkbank. Ja, aber gut. Einmal unten aufbauen. Das ist gar nicht so blöd. Wenn sie da unten mal durchbrechen sollten, dann kann der hier gut stehen. Obwohl. Die sollen nicht durchbrechen, die sollen immer oben empfangen werden. So, hinten bei den Ecken stehen zwei. Dann werde ich zwei, einen hier. Von da kamen sie letztes Mal. Nehmen wir an, da kommen sie dann auch wieder. Jedenfalls nicht wenig, sondern ein Teil. So. 67 Schuss. Muss ich noch lernen, umzugehen.
Da könnte ganz gut, wenn die da von da kommen, wo das Kreuzchen zeigt, bei der Tür da lang, da können die dann empfangen werden. Ne? So, und hier sichern wir die Mauer auch ab. Die Ecke. Und den guten Teil müsst ihr noch ein paar mehr haben. Also, das wäre nicht schlecht. So, der so. Ja, schießen ist cool. Dann sollten wir hier auch die Ecke abgesichert haben. Und ich muss mich halt um die anderen kümmern, ne? Von da an da und dann hier kann ich ein bisschen unterstützen. Hoffe ich jedenfalls, dass ich da nicht anfange, dann das Laufen. So, jetzt gehe ich bei. Und Decke noch ausbauen. Hier mal raus. Dann bauen wir gleich selber. Fertigen, so. Dann gehen wir gleich da rein. So, liebe Schauer, das soll es für die erste Runde Vorbereitung gewesen sein. Ich danke euch fürs Reinschauen. Wir machen hier weiter, sobald das, naja. Also ich mach gleich weiter. Bis dann her. Tschüss. Tschüss. Bis später. Tschüss.